Irmgard, du hast ja schon zu Beginn der Pandemie, hast du ja großartig die Idee gehabt, hier Mundschutzmasken selbst zu nähen. Und das hat sich jetzt im Laufe der Zeit sehr gewandelt, weil das Angebot ist jetzt wirklich sehr mannigfaltig und vor allem so schön auf Murau abgestimmt und sogar auf die Weihnachtszeit. Ja, es gibt ja das neue Logo für Murau, das was im Rahmen der Holzwelt entstanden ist. Und ja, ich habe da für die Murau Holzwelt Masken genäht und das ist dermaßen gut angekommen bei der Bevölkerung, dass ich mir überlegt habe, das in mehreren Farben herzustellen. Und ja, es ist Weihnachten, es ist Geschenkezeit, das ist auch nicht irgendeine Maske, die spiegelt Murau wider. So wie ich es da trage, gibt es in vielen verschiedenen Farben. Und mir ist halt besonders wichtig auch, dass die Maske nicht irgendwo herumliegt, im Auto oder sonst wo oder in der Hosentasche. Und darum sind alle Masken mit Hängeband. Und ja, wir präsentieren Murau, das Murauer Logo. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist ja auch ein Indiz dieses Logos. Und wir präsentieren Murau nach außen und es ist sicher ganz ein wunderschönes Geschenk, wo sich viele Menschen freuen drüber. Und du bist wirklich kreativ, denn jetzt gibt es auch eine Tasche dazu. Ja, genau, die Tasche. Mir sind die Kuverts ausgegangen, jetzt wieder in dieser zwischenzeitlichen Zeit, wo man nicht alles kaufen konnte. Und da habe ich das Prospekt, dieser Prospekt, was nicht mehr aktuell ist, gefaltet und abgenäht links und rechts. Also wiederverwertet im Recycling und das ist jetzt die Verpackung der Murauer Maske und so wird sie dann geliefert und auch als Geschenk weitergegeben, wer möchte.